Hallo Leute, willkommen zurück auf Dinecraft hier auf der City Build. Ich muss mal eben was nachschauen. So, und zwar sind hier ganz wenig Spieler online. Und ich glaube, das hat einen besonderen Grund. Ab ins Hub. Ich glaube, die sind da unten drin. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist irgendwie eine. Nein. Ich glaube, das ist irgendwie eine Varo-Testrunde und deswegen sind so wenig online. Ist aber auch egal, ich hätte jetzt eh keine Zeit dafür. Ich will nämlich ein bisschen bei meinem VIP-Grundstück was machen. Und zwar, ich guck mal jetzt, wie ich die Zimmer einrichte. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht wie. Eigentlich wird das echt nur ein Zimmer hier hinten. Wenn ich hier eine Mauer reinmache, dann sieht das mit dem Fenster doof aus. Ja, wird das halt das Schlafzimmer, ne? Oder wir machen dann hier noch so einen Raum rein. Ja. Also Küche ist ja eh unten. So, ich muss mal eben zu meiner Kiste. So, die da. Nee, die brauche ich. Kannst du mal aufsetzen. Oh, ich glaube, es gibt meinen Warp nicht mehr. Nein, warte, das muss ich schnell korrigieren. Was sagt denn mein Geld? Das sieht gut aus. Ups, na. Hier leckt es immer. Hör auf, komm. So. Übrigens, gestern war Sonntag und ihr wisst, was das heißt. Da kam wieder ein Video von der ersten Minecraft-Map. Diesmal habe ich euch die Titanic und die Freiheitsstatue gezeigt. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. So, jetzt machen wir hier erstmal bei Warp. Warte mal, was? Wie musste ich es angeben? Erst der Name und dann die Tage. Ich mach mal 4. So, und ich sollte ja mal meinen Warp nutzen. Hat irgendein Zuschauer gesagt. Einfach so und du bist bei meinem Shop. Er findet meinen Shop wohl nie. Hä? Ah. Und da ist er. Ich guck gleich nochmal eben. Oh, da ist ein bisschen was weggegangen. Oh, Wolle. Eisen ist ja noch gar nichts weiter. Da habe ich auch echt viel gefarmt. Oh, dass das mal jemand kauft. Ich habe schon überlegt, das gar nicht mehr anzubieten. Massive Cobblestone. Sondern hier vielleicht noch Eisenwerkzeug. Warte mal, 3, 6, 12, 13, 14. Ich kann nur noch eine Kiste, glaube ich. Ich glaube, 15 kann ich bauen. Ach so, habe ich das schon gemacht. Ja, dann muss irgendwas anderes weg. Also Eisenwerkzeug ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, das bleibt alles so offen. Hier mache ich dann einfach nur so ein paar Sitzecken rein. Irgendwie ein bisschen Deko-Kram. Und dann mache ich jetzt hier zu. Ach ja, ich habe auch noch einen Tipp bekommen. Hier Stufen reinzumachen. Das überlege ich gerade. Ich das mal probiere. Also hier habe ich ja immer zwei Slabs drin, aber ich sollte vielleicht mal probieren mit den Stufen. Wie komme ich denn jetzt am besten hoch? Ich habe ja nicht mal Stufen. Nee, das lasse ich jetzt. Lass ich jetzt. So, dann wird das ein Raum. Keine Ahnung was. Und das wird das Schlafzimmer mit einem großen Bett, was dann genau hier vor dem Fenster steht. Nice. Warte mal, die packe ich jetzt oben drüber. Wo ist sie? Da.
Da ist die Mitte genau. Oh. Ich habe auch mal den Julian gefragt wegen der Bauhöhe. Also gibt es hier noch nicht. Ist noch nicht geändert in Wipville. Soll aber auf jeden Fall nicht mehr 100 sein, dass hier keine Hochhäuser mehr entstehen. Ich denke, sobald das dann in den Ankündigungen steht, prüfe ich nochmal alles genau nach, ob das hier konform ist, den Regeln entsprechend. Man muss sich da halt ein bisschen gedulden. Dafür gibt es ja was ganz anderes jetzt, und zwar Gemeinschaftsprojekt in dem alten, bei der alten Mall. Und ich sitze da ja auch gerade an einer Sache dran. Will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, wobei eigentlich kann ich es verraten, werden wahrscheinlich viele schon wissen. Also es geht um einen Freizeitpark. Habe ich ja schon mal ein Video gezeigt von dem damaligen Freizeitpark. Müsst ihr einfach mal im Forum eingeben, Freizeitpark, da seht ihr das Video nochmal. Und ich bin gerade dran, im Creative Mode mit World Edit, genau, mir da so einen eigenen Park zu bauen und schreibe da gerade so ein Konzept, was ich dann vorstellen will. Ich hoffe nur, dass ich das rechtzeitig hinbekomme. Und eventuell, vielleicht wird es sogar so, dass dann weniger normale Minecraft-Folgen kommen. Vielleicht zeige ich zwischendurch sogar, wie ich da baue, aber das weiß ich noch nicht. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass mich das ablenkt beim Bauen, wenn ich da nebenbei kommentiere. Wo gucke ich denn hier alles rein? Da ist Ton, aber ich muss mir das oben rausnehmen. Ich hoffe, ich habe noch hellblau irgendwo. Ich bin total verwirrt. Da hinten in der Ecke. Mann, ey. Ja. Ja, ich nehme mal das mit. Ich weiß nicht, ob es reicht. So, hellblau brauche ich. Türkis. Nein. Hä? Wieso habe ich denn hier unten einen Eimer? Oh, das wird ja gar nicht mal genug sein. War das überhaupt hellblau? Ja, ne? Reicht nicht. Mann. Ich guck mal eben, ob das überhaupt wirklich hellblau war. Ja. Haben wir echt nichts mehr? Auch hier nicht? Nee, wirklich nicht. No. Warte mal, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Fenster. Fenster. Weil ich glaube ja, jetzt lasse ich die auf jeden Fall so. So, da in die Mitte. Dass es auch von Fenster zu Fenster immer wieder umspringt. Oh, da unten habe ich einen vergessen. Boah, jetzt muss ich da irgendwie darüber kommen. So, und da geht's mit grün los und hier unten drunter ist aber weiß. Nach wem gehe ich denn da jetzt? Also soll ich da grün, damit es von hier unten, ich glaube von hier unten, oder? Es wirkt irgendwie besser. Also grün. Grün, grün, grün und hier weiß. So, unten oben. Wie viele Fenster ich hab? Warum habe ich so viel Fenster? So, da und da.
Aber das sind alles echt nur Viererfenster hier. Krass. Das ist einfach hier. Was? Oh, da hat jemand Federn gekauft. Dankeschön. Ach so, nee, hat keiner gekauft. Er wollte kaufen und waren keine mehr drin. Also, falls du Pfeile haben willst, die habe ich auch im Angebot. Wenn das dafür war. Na, ich habe gar nicht mal so viele. Ah, Strings hat er jetzt gekauft. War das richtig? Jo, war richtig. Nein! Oh, das ist doof. Ich habe doch keine Behutsamkeit. Was kauft er denn noch alles? Strings. Aber das hat gereicht. Cool. Also für die Etage oben reicht es natürlich nicht mehr. Gucke ich gleich mal nach, ob ich noch die Farbe habe. Farbe habe. Ein Reim. Voll das Reimemonster. Boah, hier. Die finde ich immer so kacke zu setzen, ne? Muss man so gut zielen? Stark sieht das aus. So, ab nach Hause. Ist denn hier mein Käufer noch da? Wer war das? It's Jorex PvP. Da. Hellgrün habe ich noch. Geil, das geht doch. So, dann machen wir hier grün. War doch eigentlich doof, ne? Ich brauche ja mehr Gelb. Oder mehr Grün, meine ich. Ab zu WIP. So, dann kriegen wir ja die Scheiben jetzt noch fertig. Dann wäre das abgeschlossen und cool. Halt. Fail. Boah, wie viel das jetzt ist. Das war viel zu viel. Ich habe jetzt gar nicht gedacht, dran gedacht, dass das sich ja nochmal aufteilt jetzt. Also, dass es mehr wird. So. Hä? Da habe ich einen Fehler. Das war ein Fehler. Und zwar muss ich genau wie oben setzen. Ja. So. Perfekt. Das meine ich. Man will es dann schnell machen und zielt dann daneben. Soll ich vielleicht hier? Ich weiß nicht, von außen sieht das besser aus. Erstmal gucken, wo es hier weitergeht. Hier unten mit Grün. Von außen würde das blöd aussehen. Wenn ich jetzt hier noch zumache und da.
Damit das nicht so. Ich lasse das so. Passt schon. Und das klappt. Entschuldigung, Nase juckt. So. So, und dann jetzt hier. Ja, machen wir noch fertig hier die Fenster. Wird der Part ein bisschen länger, ist ja nicht so schlimm. Brauche ich da aber dann beim nächsten Mal nicht mehr anfangen. So, das wäre das. Ja, passt. So, jetzt hier unten. Oh. Nein, boah, heftig. Das geht ja so hoch. Na? Die Spannung steigt. Quatsch. So, da muss ich mich mal ein Stückchen hochbauen. Nice. Sieht schon cool aus, finde ich. Kriegt der grün? Ja. So, der kriegt weiß. Bald habe ich es geschafft. Alter, viel zu viel habe ich gemacht. Ich glaube, das sind die größten Fenster hier, oder? So viel Glas brauche ich bei keinem anderen, außer dem hier vielleicht. Habe ich schon? So. Oh, der ist falsch. Das erkennt man aber sofort, wenn was falsch ist. Jo, das war's. Nice. Alles ist drin. Screenshot? Nee, ich mach das so. Ja, ich danke euch für die Aufnahme. Müsst ihr euch bei mir bedanken. Tut das mal mit einem Daumen nach oben und ich danke euch fürs Zuschauen. So rum. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, bis dahin. Tschüss.